Doch wer gegen das Böse kämpft, ist selbst nicht automatisch gut. Diese schlichte Erkenntnis bewahrheitet sich ja leider immer wieder. Auch in Syrien, wie schon bei vielen anderen Revolutionen, aus denen blutige Bürgerkriege wurden. Es beginnt mit einem Aufstand gegen den Diktator. Zu dem Zeitpunkt scheint man noch unterscheiden zu können zwischen Gut und Böse. Doch umso länger die Kämpfe dauern, umso mehr Gruppen und ausländische Kräfte mitmischen, umso mehr verschwimmen die Grenzen. Längst ist der Zeitpunkt vorbei, an dem man noch davon ausgehen kann, dass ein Sieg der syrischen Opposition das Schicksal des Landes zum Besseren wenden wird. Denn wer wird am Ende die Macht übernehmen? Politisch gemäßigte Syrer, die für Freiheitsrechte kämpfen? Oder Islamisten, die alles andere als ein freiheitliches Syrien im Sinn haben? Die religiösen Minderheiten, Christen und Alawiten, fürchten schon jetzt um ihr Leben, wie Dietmar Ossenberg berichtet. Er war für uns in Damaskus. Seit Tagen ist das Donnern der Geschütze, sind die Einschläge der Bomben im ganzen Stadtgebiet von Damaskus zu sehen und zu hören, unaufhörlich. Wir sind in Babtuma, dem Christenviertel der Stadt. Es sind geschätzte 400.000 Katholiken, die mittlerweile in Damaskus leben. Viele sind aus anderen Landesteilen und anderen Städten in die Hauptstadt geflohen, aus Angst vor den Rebellen. Viele Christen sind bereits von islamistischen Brigaden ermordet worden. In Damaskus fühlen sie sich immer noch am sichersten. Wir beten zu Gott, dass er unser Leben rettet. Das Regime Assad hatte den Christen in Syrien bisher Schutz und Freiheit garantiert. Sie verteidigen deshalb den Präsidenten auch gegen die Sicht der Europäer, so Patriarch Georgios. Sieben sprachen fließend. Und deshalb, ich sage, in der arabischen Welt, der Stadt, wo am meisten noch und nur und kann Freiheit und Demokratie geben, entschuldigen Sie, auch wenn ich sage, gegen das, was man in Europa sagt, ist hier in Syrien. Der Patriarch beerdigt einen Christen, der von den islamischen Rebellen ermordet wurde, nur weil er Christ war, wie man uns erzählt. In den engen Gassen des Christenviertels dröhnen die Explosionen der Bomben und Granaten. Die Menschen scheinen unbeeindruckt, der Eindruck täuscht. Wenn die Rebellen kommen, werden sie uns schlachten und unsere Kirchen zerstören. Unsere Tochter schläft jetzt wieder in meinem Bett, aber sie schreit jede Nacht aus Angst vor den Explosionen. Das Dach der Familie, übersät mit Patronenhülsen. Früher hatten sie hier oft gesessen, das ist nicht mehr möglich. Während wir hier im christlichen Viertel drehen, sind nur wenige Kilometer entfernt schwere Explosionen zu hören. Vermutlich bombardiert dort die syrische Armee die Stellungen der Rebellen. Es sind die schwersten Angriffe der Freien Syrischen Armee auf das Zentrum von Damaskus seit Beginn der Kämpfe. Der Umayyadenplatz mit dem Fernsehgebäude, Assads Palast in Sichtweite. Die Mörsergranaten nur aus wenigen Kilometern Entfernung abgefeuert. So dicht sind die Rebellen mittlerweile an das Machtzentrum des Regimes herangerückt. Letzte Nacht ist Dietmar Ossenberg aus Damaskus raus. Und genau jenes christliche Stadtviertel Babtuma, in dem er in den letzten Tagen gedreht hatte, wurde heute von Granaten schwer getroffen. Ob Rebellen oder Regierungstruppen dafür verantwortlich sind, ist unklar. So oder so wird die Lage in Damaskus immer schlimmer.